Moin und herzlich willkommen zu der ersten Folge My Summer Car. Ja. Der eine oder andere kennt vielleicht dieses Spiel, kam auch ein paar Mal so auf meinem Kanal. Ja, hatte aber bisher keine Lust wirklich, das. Also ich hatte schon irgendwie Lust, aber irgendwie auch nicht, das auf meinem Kanal zu bringen. Aber jetzt dachte ich mir, ja, komm, machst du's, ziehst durch. Ob es klappen wird, keine Ahnung, ob ich die Folgen wieder löschen werde, weil was ich ja schon mal gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber ich hoffe, ich habe den Mut und so und die Lust, das auch hochzuladen. ja, My Summer Car, der ein oder andere kennt's, der ein oder andere nicht, ist ein Autosimulator, kann man das sagen? Ein Survival Game, Indie Game, ja, Fahrzeugsimulator. Also so Fahrzeugsimulator und in Survival so gemischt. So, das sind so die beiden Hauptdinger, die ich jetzt sagen würde. Ja, spielt in Finnland um 1995 und ich feiere dieses Game extrem. Ist schon gar nicht mehr so jung. Deswegen, es sind auch viele Updates schon gekommen. Deswegen, ja, aber ich finde, man kann es trotzdem noch bringen, vor allem weil jetzt immer weniger My Summer Car Folgen gebracht werden auf YouTube. Also ich sehe immer weniger Let's Plays dazu. Jedenfalls im deutschsprachigen Bereich. Ja, und da dachte ich mir, kann man das auch jetzt machen. Gerade für solche Dinge wie Auto aufbauen und so. Ja, was ja, wo die Tutorials schon sehr veraltet sind, teilweise, ja. Und da dachte ich mir, nehme ich das nochmal auf und ja, willkommen zu My Summer Car. Yeah. Ich habe hier schon ein bisschen angefangen, sage ich mal. Nicht großartig viel, aber schon so ein bisschen vorbereitet. Das Auto und so, das hat noch nichts außer den einen Sitz. Den musste ich einbauen. Aber ansonsten hat es nichts außer der Motor. Der ist schon vollkommen zusammengebaut, weil es einfach extrem lange braucht. Okay, das heißt extrem lange. Es braucht halt seine Zeit und deswegen habe ich den schon gebaut. Hab aber, also ich werde das hier jetzt einblenden. Also ich werde jetzt einen Cut machen und dann werde ich in einem richtig schnellen Format zeigen, wie ich den Motor so zusammenbaue. Okay, wir sind wieder zurück. Ja. Das Moped und so. Ich würde sagen, ich zeige euch das alles einmal, weil ich kenne das ja alles hier eigentlich. Ja, hier hinten ist so dieses komische Ding. Rückbank und so, Autoteile. Auto, das ist das Schmuckstück. Das ist der Satsuma. Ich habe das Wort lange nicht mehr benutzt. Der Satsuma. Ja, in Real Life ist es ein Datsun Chery 100A. Ja, und hier haben wir das Zimmer.
Hier sehen wir auch nochmal den Setsuma. Heißt der Setsuma? Ja. Den Setsuma. Den kann man auch als GT-Variante bauen. Aber dazu muss man die Teile finden, suchen. Ein Helm für die Sicherheit wurde auch irgendwann mal eingefügt. Finde ich eigentlich ganz nice, gerade wenn man ein Moped fährt. Ja, Bad. Schlafzimmer von den Eltern. Und hier, komischerweise, ganz am Anfang war hier keine Tür. Dann war eine Tür und die konnte man aufmachen. Deswegen ist sie auch so detailliert. Wahrscheinlich. Ja, jetzt kann man sie nicht mehr aufmachen, aber man kann natürlich immer reingucken. Ja, hier war in einem Raum mal ein Lieb prinzipiell, was dran aussehen, war mal so ein Geschenk. Deswegen konnte man die Tür aufmachen, aber ja, kann man jetzt prinzipiell nicht mehr. Es wurde eine Waage hinzugefügt und verbiegen. Boah, fast 80. Ja, gut. Bei einer Körpergröße von, keine Ahnung, wie groß der ist, geht das irgendwie. Geht das, kann man machen. Ah. Da sind wir die. Ist natürlich alles auf Finnisch, so. ich kann es selber nicht übersetzen. Ja, Perayaren ist, denke ich mal, die Bewohner von Peri. Oder nicht die Pe Bewohner, sondern. Also ich würde das so übersetzen. Perial, wie es Suvi ist. Also Suvi ist, heißt, glaube ich, Rallye, oder? Rallye-Sprint, würde ich so sagen. Genau. Wir sind hier nämlich an diesem wunderschönen Fluss namens Periavi. In dieser Stadt namens Periavi. Aber wir wohnen natürlich hier im Kesselin Pera. Ja, das ist so die Map. Hat eine Hinter- oder was heißt Hintergrundgeschichte. Das Intro, mal gucken, ob ich das einblenden kann. Ja, ansonsten sieht halt das Intro halt das Intro von Meister Maka, aber weil ich halt hier schon mal gespielt habe, geht das schlecht. Ja, Gemeinde Alivieska. Ja, und das ist halt schon ganz nices Game eigentlich, vor allem weil es halt sehr viel Hintergrundgeschichte hat und ich mag es einfach, wenn Dinge sehr viel Hintergrundgeschichten haben, die man auf dem Wiki und so überall nachlesen kann oder halt im Spiel durch aktives Spielen halt. Und auch immer Oma zuhören und so. Ja, es gibt eine Oma. Ja, erfährt so. In der jetzigen Folge wollte ich eigentlich das Auto zusammenbauen. Weil, das brauchen wir. Allerdings, fällt mir auch gerade ein, dass wir ja noch gar keinen Keilriemen haben. Glaube ich, oder? Nee, der kommt nämlich eigentlich da dran. Wir haben keinen Keilriemen, den kann man aber zum Glück nachträglich noch einbauen. Deswegen habe ich den jetzt auch nicht zur Vorbereitung geholt. Dazu müssen wir nämlich in die Stadt. Jetzt ist natürlich das Fragwürdige. Ich habe zwar eigentlich vorbereitet, dass wir das Auto vom Onkel haben, aber komischerweise haben wir es noch nicht, weil er nicht da ist. Deswegen. Ja, keine Ahnung. Bauen wir einfach mal das Auto zusammen und mal gucken. Vielleicht kommen wir auch mit dem Moped in die Stadt. Zum Glück hat das ja einen halbwegs vollen Tank. Und ich finde das Feature auch, die Feature, genau. Das Feature auch cool, was eingefügt wurde. Wo man einfach so durchs Aufschrauben gucken kann, wie viel Treibstoff noch drin ist. Das erleichtert halt einfach alles. Weil wie beim Moped hast du halt keine Anzeige. Ja. Das erleichtert halt vieles. Okay. Ich habe übrigens die ganze Zeit gerätselt, was das für ein Auto ist auf dem Katalog. Das ist von der Beta-Version das Auto, beziehungsweise steht auch bei dem Reparatur-Ding, Kirchens. Von 1992. Okay. Ich dachte zuerst einmal, das wäre ein Trabi. Das sah immer so übelst aus wie ein Trabi. Okay, ich habe natürlich auch ein paar Mods drin, wie Backpack-Mod, weil. Ist halt einfacher damit. Nehmt es mir nicht übel. Gut, es tut ja nicht wirklich was verändern, außer dass es halt bequemer ist. Mit den Backpacks. Aber so müsste man immer bloß Einzelnes tragen und das ist auch nervig. Deswegen.
So, was brauchen wir alles? Batterien, Motorraum will ich jetzt nicht einbauen. Elektrik, so bla bla bla, das können wir einbauen, das können wir einbauen. Ja, es sieht hier schon wieder viel leerer aus. Karosserie finde ich ganz wichtig. Deswegen droppen wir hier mal alles. So, okay. Das ist definitiv aufgeräumt. Wie das mit den FPS ist, ich erkundige mich, wie ich das einstellen muss, dass es flüssig läuft, aber ich denke, es läuft gerade flüssig. Weiß es nicht. Okay. So, mal gucken, was wir schreiben. Ich glaube, ich werde dies sogar ein bisschen vorspulen. Achso, und ich habe natürlich die Mod drin, dass die Größe angezeigt wird, was natürlich alle Beteiligten, glaube ich, sehr angenehmer ist. Ja, da dauert das einfach nicht so lange. Ja, ich werde das, denke ich, vorspulen. Und dann sehen wir uns gleich.
Für euch war das ein kleiner Cut, beziehungsweise, was heißt Cut? Ich werde das wahrscheinlich einfach kurz vorspulen. Für mich war das jetzt über eine Stunde, ich glaube 2 Stunden Arbeit. Ich kann ja mal auf die Aufnahme gucken. Aufnahme sagt 1 Stunde 23. Ja, ich würde aber jetzt aufhören, erstmal für heute. Ja, und würde sagen, das war's für die Folge gewesen. In der nächsten Folge werde ich dann hier weitermachen und dann werden wir auch die ersten Aufträge machen bei Reifen. Da habe ich nämlich so einen ganz besonderen Plan und ja, also heute sind wir erstmal bloß so weit gekommen. Aber immerhin ist so alles drin. Gut, Motor, Zündkerze und Keilriemen müssen wir noch reinmachen, aber egal. So an sich ist Motor schon drin und Aufhängung und so ist alles drin. Also es dauert nicht mehr lange. Wir brauchen bloß noch Reifen, Keilriemen, Zündkerzen, Batterie und Elektronik. Ja, und alles andere im Motorraum zu machen, dann kann das Ding sogar schon fahren. Deswegen würde ich sagen, ja, das wär's für die Folge gewesen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt My Summer Car, Jalopy oder Minecraft Space. Dazu gibt es natürlich auch nochmal eine Info. Nächste Woche ist halt schlecht. Bis Freitag mit Minecraft Space und ne? Diese Woche ist es halt so, also gut, ihr seht das jetzt nicht diese Woche, aber diese Woche, an der ich aufnehme, ist es halt schlecht, da der andere Kollege von dem Projekt nicht da ist. Deswegen werden wir versuchen, irgendwie nächstes Wochenende, je nachdem, wann ihr das seht, am Wochenende irgendwie zu machen. Und ja, ihr werdet es sehen. Wenn es da ist, werdet ihr es sehen. So. Ja. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ciao.